So, moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht schon ein weiteres Talk-Video und zwar machen wir die Powerlifting-Theorie-Serie weiter. Heute das letzte, sehr theoretische Video. Danach geht es ein bisschen in die Praxis, dann werde ich auch auf die Technik der Grundübung eingehen und auf Plan- und Programming-Designs. Jetzt aber noch einmal etwas genereller, nämlich Volumen und Intensität einmal im Powerlifting-Kontext genauer erklärt. Bevor wir loslegen, like und subscribe, abonniert die Glocke, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet und ja, wir starten durch. Also, Volumen und Intensität. Sollte den meisten die Kraftsport machen was sagen. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Intensität bedeutet einfach im Verhältnis zu eurem One Rep Max oder zu eurer Leistungsspitze, wie intensiv bzw. anstrengend, fordernd und so weiter und so fort war der Satz. Volumen bedeutet, wie viele Reps, Sätze, Wiederholungen habt ihr gemacht. Genau. Dann, wie unterscheiden wir Intensität und Volumen im Kontext Powerlifting? Ganz grob kann man Intensität auf neuromuskuläre Anpassung beziehen und Volumen eher auf physiologische Anpassung, das heißt muskulär, aber auch zum Teil neuronal im Kontext von wir lernen Technik und üben Skill Practice oder üben Skill Practice aus. So, das einmal zur groben Definition von Volumen und Intensität. Wie gehen wir damit jetzt um? Also, wie gesagt, Intensität bedeutet hauptsächlich im Powerlifting-Kontext, Hypertrophie ist noch ein bisschen was anderes, neuronale Anpassung. Also, unser Körper wird effektiver darin, bei Maximallasten möglichst viel Muskulatur möglichst effektiv zu nutzen. Dafür ist unser Nervensystem zuständig, das Signale an unsere Muskelfasern über Motor-Units an unsere Muskelfasern sendet und die zum Kontrahieren bringt. Wie viele Motor-Units ihr jetzt ansteuern könnt und damit auch wie viele Muskelfasern ihr nutzen könnt, das hängt davon ab, wie geübt ihr daran seid. Je öfter man intensiv trainiert oder Intensität pusht und nahe seinem One-Rep-Max quasi trainiert, desto mehr neuronale Anpassung werdet ihr generieren, desto effektiver werdet ihr Kraft ausüben in diesen Bewegungen. Volumen nutzen wir eher, um, wie schon gesagt, ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf die Grundübung und wirklich auf Powerlifting-Kontext. Volumen benutzen wir hauptsächlich für Skill Practice, also Technikübung, Übung in der Bewegung, Übung über viele Reps und viele Sätze. Das heißt, wir werden effektiver in der Technik. Und zum anderen auch, um Arbeitskapazität aufzubauen und dann zweitrangig für Powerlifting über die Grundübung Muskulatur aufzubauen. Das ist dann eher für die Assistenzen wichtig. So, daraus können wir auch direkt ableiten, wie man Volumen und Intensität im Training nutzen lässt. Und da gehe ich nochmal drauf ein, auf verschiedene Trainingsstände. Also wie lange trainiert ihr schon, wie lange trainiert ihr bestimmt besonders sportspezifisch. Fangen wir an mit Anfängern. Ein Anfänger ist neuromuskulär noch nicht sonderlich effektiv. Das heißt aber auch, um Progress zu machen, braucht ein Anfänger nicht unglaublich spezifisch trainieren. Da ihr auch über Übungen, die etwas weiter weg sind, also über Variationen der Grundübung, viel Progress machen könnt. Das heißt, ihr könnt auch mal einen High Bar Squat, einen Safety Bar Squat, was auch immer nutzen, um euren normalen Squat zu pushen. Das ist besonders hilfreich und besonders sinnvoll am Anfang, um auch andere Sachen in der Technik zu üben. Zum Beispiel eine Safety Bar oder eine High Bar Squat kann sehr effektiv sein, um das Bracing besser zu lernen und die Kontrolle über den Mittelfuß, also das Gewicht über den Mittelfuß zu verteilen und da die Belastung drüber zu verteilen. Je weiter ihr im Sport seid, desto spezifischer müsst ihr auch trainieren. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Das bedeutet aber auch, ein sehr fortgeschrittener Athlet wird intensiver trainieren müssen und spezifischer, also wirklich, zum Beispiel wenn ihr jetzt schon 10 Jahre im Sport seid, wirklich hauptsächlich die Grundübung fokussieren, abgesehen jetzt von Verletzungsmanagement und Muskelaufbau, was dann aber eher die Assistenzen betrifft, um weiter Fortschritt zu machen, da alles andere schon ziemlich ausgereizt ist. Für leicht fortgeschrittene oder fortgeschrittene Lifter bedeutet das eine Mischform aus beiden. Das heißt, ihr braucht Volumen, um weiter Skill Practice zu haben, um
Arbeitskapazität aufzubauen und so weiter und so fort. Ihr braucht aber auch Intensität, um diese neuronalen Anpassungen und Kraftaufbau zu erreichen. Wenn ihr jetzt also ein Anfänger seid, macht es keinen Sinn, viermal in der Woche SPD zu trainieren. Das wird euch nicht weit bringen, ihr werdet sehr schnell ausbrennen, eure Technik wird nicht sonderlich besser, gerade wenn ihr hochintensiv trainiert, da ihr gar nicht die Möglichkeit habt, euch darauf zu fokussieren und so weiter und so fort. Wenn ihr sehr fortgeschritten seid, heißt das, ihr müsst euch wirklich hauptsächlich auf die Grundübung fokussieren und da auch eine nötige Intensität fahren, um diese letzten Prozent an neuronalen Anpassungen dann auch rausholen zu können. Generell würde ich sagen, dass Intensität im Powerlifting, gerade da der Sport aktuell hauptsächlich von jungen Leuten ausgeführt wird und immer mehr junge Leute in den Sport kommen, wird Intensität überbewertet. Also dieses, ihr braucht eine RPE 7, um überhaupt Kraftaufbau zu erreichen und Fortschritte zu machen, ist Quatsch. Ihr könnt auch deutlich weniger intensiv trainieren und trotzdem gut Progress machen, da ihr einfach noch viel mehr Potenzial nach oben habt. Das könnt ihr euch auch vorstellen für die Leute, die jetzt vielleicht aus dem Bodybuilding kommen oder generell aus dem Fitness. Am Anfang müsst ihr noch nicht so viel Volumen, Intensität und insgesamt so nah am Versagen trainieren, um Muskelaufbau zu erreichen. Und das ist auch gut so, da ihr in diesen Jahren erstmal die Grundlage schaffen wollt, um dann später spezifischer und intensiver trainieren zu können, die Arbeitskapazität dafür besonders zu haben und euch nicht zu verletzen und eure Technik on point zu haben. Wenn ihr dann leicht fortgeschritten seid und schon etwas länger im Sport, wie gesagt, nutzt eine Mischform, trainiert auch mal intensiver, nicht die ganze Zeit, weil Ermüdungsmanagement kommt immer noch vorher. Wenn ihr sehr fortgeschritten seid, müsst ihr wahrscheinlich noch spezifischer und noch intensiver trainieren, um weiter Progression zu erreichen. Generell würde ich sagen, Intensitäten, die sinnvoll sind, um wirklich Kraftaufbau zu erreichen. Jetzt geht es nicht nur um Skill Practice und Übung der Technik, sondern wirklich um Kraftaufbau, ist für einen Anfänger ab RPE 5 sogar. Für Fortgeschrittene ab RPE 6, 7 und für sehr Fortgeschrittene 7, 8. Ihr könnt zwar nicht die ganze Zeit 7, 8 trainieren, gerade wenn ihr schon relativ kräftig und relativ schwer seid, für leichte Frauen oder leichte Männer oder einfach Männer oder Frauen, die nicht so hohe Maximallasten bewegen, ist das noch ein bisschen was anderes. Aber ich gehe jetzt mal von einem Fortgeschrittenen, sehr starken 83er bis 120er aus oder auch darüber, dann braucht ihr halt einfach eine gewisse Intensität. Da würde ich sagen, dass ihr ab RPE 7 eigentlich gut auch Kraft aufbauen könnt. Das sind jetzt alles keine festen Zahlen, das ist nicht 100% evidenzbasiert, weil dafür auch gar nicht die Evidenz vorliegt. Aber so, das ist so meine Erfahrung, das ist so das, was ich von anderen Coaches, die schon länger im Game sind, höre und so weiter und so fort. Natürlich müsst ihr beachten, dass Volumen und Intensität in Bezug aufs Ermüdungsmanagement immer Hand in Hand gehen. Das heißt, wenn ihr mehr Volumen macht und die Intensität nicht gleichzeitig droppt, werdet ihr schneller ausbrennen. Gleiches gilt andersrum, wenn ihr eine höhere Intensität fahrt, aber das Volumen nicht gleichzeitig runterschraubt, werdet ihr auch ins Übertraining kommen. Also man muss für sich den Mittelweg finden. Für Anfänger würde ich eher in Richtung Volumen lehnen und eher unspezifisches Training. Für weit Fortgeschrittene dann eher Richtung spezifisches Training und höhere Intensität, um weiter Fortschritte zu machen. Wenn ihr jetzt keinen Coach habt oder so, müsst ihr das für euch selber festlegen, wie weit fortgeschritten ihr seid. Nur mal eine kleine Einschätzung, wenn ihr 2 Jahre trainiert oder auch 2 Jahre erst im Powerlifting spezifisch trainiert, seid ihr noch nicht wirklich fortgeschritten, dann geltet ihr immer noch als Anfänger. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie gut ihr bisher trainiert habt, wie optimiert ihr trainiert habt und so weiter und so fort. So, das war noch eine kleine Einschätzung zu Volumen und Intensität im Powerlifting-Kontext. Wir werden jetzt in den nächsten Videos mehr dann auf, wie gesagt, erstmal auf die Technik der Grundübung eingehen und dann auf das Programming der Grundübung und vielleicht so kleine Cues, die euch helfen können, um weiter Fortschritte zu machen. Wenn euch die Videos so gefallen, like und subscribe, schreibt gerne in die Kommentare, wenn es euch gefällt und was ihr gerne sehen würdet. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, like und subscribe nochmal. Ey, wisst ihr was? Like und subscribe. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Look, I'm a rock.